herzlich willkommen zu einer neuen Infonews aus dem SES-Software-Blog. Was gibt's Neues zu berichten? Richtig, Russlands Herz, also das neue Heart of Russian DLC, was ja irgendwann mal kommt, da zeigen sie uns heute Industriegebiete. Und da wird so ein bisschen die Frage gestellt, was für Industriegebiete das denn sind, beziehungsweise was für neue Firmen bzw. Branchen hier mit ins Spiel kommen. Das heißt, wir gucken uns mal die Bilder an und ihr dürft jetzt zu Hause ganz fleißig mitraten, was kommt denn da? Schau mal, es kommen auf alle Fälle ganz neue Logistikhallen. Das finde ich schon mal richtig klasse, dass richtig neue Firmen kommen mit neuen Hallen, alles pipablub, alles wird neu gemacht, das finde ich richtig stark. Hier kann man zum Beispiel schon mal was sehen, wo man hier dann so schön rückwärts an die Rampe fahren kann und solche Geschichten. Stapelfahrer, glaube ich, ist auch schon da, ganze Paletten und Gedöns. Hier kann man natürlich noch nicht erkennen, was da für neue Branchen auftauchen. Also Lebensmittelbranche haben sie schon angesprochen, ist klar. Aber ansonsten hier, das sagt mir natürlich noch nichts. Na klar, ne? Nein. Aber trotzdem, ich finde es trotzdem gut. Das könnte vielleicht Kohle sein. Wir sollen mal ein bisschen raten, was wird in Russland noch so an Branchen, was ist da up to date, was ist da los? Vielleicht Kohle oder so? Keine Ahnung, haben die Kohle? Keine Ahnung. Rubel haben sie ja. Aber mit Kohlen? Wo sind die Kohlen? Raus mit den Kohlen. Hier war das? Egal. Auf alle Fälle, was mir gut gefällt, sind die Straßen. Ne? Ich hoffe, die sind dann auch mit Physik hinterlegt, dass man hier so fährt. Ne? Wie so auf den typischen Kiesstraßen, das, was wir eh schon bei SCS haben, beziehungsweise im ETS 2 oder auch beim ATS, wenn du drüber fährst, dass dann einfach die Karre ein bisschen ruppelt. Und das wünsche ich mir natürlich auch, wenn ich mir die Straßenverhältnisse anschaue, muss das fast so sein. Aber wir lassen uns überraschen. So, was haben wir noch hier mit... Ja, auf alle Fälle ganz cool aus. Ja, die ganzen Rohre, alles so ein bisschen verrostet und so, das muss schon so ein bisschen sein. Und auch die Straßenverhältnisse sind ziemlich nicht so der Hit. Och, guck mal hier, Maschendrahtzaun in the morning, Maschendrahtzaun late at night. Cool, also der Maschendrahtzaun ist auch mit am Start, finde ich cool. Sieht auch schick aus, ne? Aber hier ist jetzt Holz, Stahl, Beton, also ja, so eine Baufirma oder so die Richtung, ne? Was haben wir hier noch? Standardbild. Hier auch wieder mit ganz viel Gas und so. Das ganze Gasrohr. Sind es rote Gasrohre? Kennt sich da jemand aus? Weiß jemand, was das ist? Ich weiß, die haben das oft. Es könnte Gas sein, ne? Aber könnt ihr mal kommentieren, wenn ihr das wisst. Hier haben wir irgendwo Betonplatten. Gut, das kennen wir ja schon. Da sind wir schon up to date. Hier auch. Was ich immer wieder toll finde, ist natürlich diese schönen Bäume hier. Und das ist eine Linde. Ach, keine Ahnung, Gemüse halt hier. Und natürlich überall Graffiti und so, alles so ein bisschen altbacken, ne? So wie man es halt so kennt aus dem Ost, also richtig aus dem Ostblock. Da schon richtig alles verrostet und vielleicht noch ein bisschen vom Krieg und so. Es sieht einfach cool aus, ne? Das sieht einfach richtig, richtig alt aus. Und das finde ich richtig stark. Ja, was haben wir denn hier noch zu? Hier, riesengroße. Hier ist noch ein Zug im Hintergrund. HKX, was auch immer es sein mag. Könnte es vielleicht irgendwie was mit Schienen, mit Eisenbahn zu tun haben? Sieht auch noch ein Schnellzug aus hier, oder? Auf alle Fälle coole Logistikhalle, gefällt mir. Sieht schick aus. Kann man jetzt hier leider nicht mehr viel erkennen. Aber das gefällt mir schon mal sehr gut, dass man hier rückwärts durchs Tor fahren kann. Und so wie das ausschaut, könnte man denken, dieses Rolltor geht nach oben. Zumindest sieht es schwer danach aus. Und dann musst du rückwärts an die Rampe ran und dann bist du entladen. Ne? Toll. Also wenn das so kommt mit so einem Rolltor... dass du rückwärts heranfahren musst und so, das ist dann, ja, ich will nicht sagen Next Level, wir haben ja unsere Tore schon in der Garage, aber das wäre natürlich noch so ein bisschen so noch ein Top obendrauf, weil ich habe ja immer gesagt, gerade beim B- und Entladen sind wir ein bisschen noch zurück, finde ich, und da könnte man ruhig noch ein bisschen Gas geben, ne? Dass da noch mehr Animation mit ins Spiel kommt. Aber warten wir ab, was da noch so kommt. Ansonsten coole, schöne Bilder hier, ist wirklich interessant, guckt euch die Bilder mal an. Hier steht, sehen wir mal, neu modellierte Logistikhallen und Lager. Toll, ganz toll. Hier steht, sehen wir mal, alte Ziegel, raue Betonbauten, rostige Rohre, viele kleine Sachen, die man entdecken kann. Das ist das, was ich ja schon erwähnt habe. Das finde ich richtig gut. Und ja, ne? Also deshalb, die arbeiten hart am DLC. Also es wird noch ein bisschen dauern. Setzt es auf die Wunschliste, wer es noch nicht getan hat. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was alles so auf uns zukommt. Aber das finde ich auf alle Fälle wieder gut. Alles, was so neue Branchen betrifft, ist immer gut, weil es verspricht natürlich auch eine neue Fracht, neue Ladung, vielleicht irgendwann mal neue Trailer und. So, falls ihr noch Fragen habt, einfach kommentieren, entweder hier oder im Blog. Link dazu in der Beschreibung. Und jetzt bin ich mal gespannt, was ihr so
denkt, was da noch so kommt anhand der Bilder. Ansonsten schönen Abend noch, macht's gut, bis bald und adios.